Das schreit nach Sommer, Sonne, Strand und Meer, haben wir gerade beschlossen. Und Laura und ich waren uns einig, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, ob man eine kurze Bluse, eine lange Bluse, eine Tunika, ein Kleid nähen könnte. Es geht alles aus diesem Stoff. Wir finden ihn einfach nur bäm. Also darin waren wir uns einig. Und heute stelle ich euch den vor. Wir haben hier einen richtig tollen Viskosestoff und das Besondere ist, er hat so eine leicht kreppige Struktur. Wir hoffen natürlich, dass man das auf der Kamera ganz gut erkennen kann. Ja. Der Vorteil an einer kreppigen Struktur ist ja immer, ihr seht, wenn ich den zusammendrücke und auseinanderfallen lasse, dann sieht man dort nichts. Also perfekt natürlich für Kleidung, die auch mal vielleicht verreist zusammen mit dem Träger, aber nicht unbedingt am Körper, sondern vielleicht erstmal im Koffer und am Urlaubsort rausgenommen wird, ausgeschüttelt wird und angezogen wird. Wir haben hier dieses richtig tolle Blumenmuster, wo natürlich unheimlich schöne, kräftige Farben sind. Und das wiederum zeigt dann auch wieder, gibt dann auch wieder gleich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Denn wir haben jetzt hier mal kombiniert dazu einen Romani-Jersey, einen ganz leichten. Und zwar haben wir dieses etwas kräftigere Pink genommen. Oder Korallenpink, so heißt es richtig. Passt dazu. Wer es mag, könnte aber zum Beispiel auch ein helleres Pink, dann seht ihr mal einen anderen Ton. Auch der kommt super drin vor. Also die beiden Stoffe verlinken wir euch natürlich. Sie würden beide perfekt passen. Und damit kommen wir natürlich jetzt nun auch zu ein paar möglichen Schnittideen, denn da haben wir uns natürlich auch Gedanken drüber gemacht, was man denn wie machen könnte. Und zwar eignet sich dieser leichtere Romani-Jersey perfekt für die Leggings Carlson von Einfach Nähen. Das ist ja in diesem Monat erschienen. Ganz, ganz neu, dieses Schnittmuster. Und das Besondere ist bei dem Schnittmuster Carlson, dass es verschiedene Bundweiten gibt und Bundlösungen gibt. Also egal, ob jetzt für ganz schlanke Damen oder auch für etwas fülligere Damen gibt es dort unterschiedliche Varianten, sodass diese Hose auf jeden Fall perfekt sitzt. Und das, was ich an Rückmeldungen bislang jetzt im Netz zu dieser Leggings gelesen habe, ist wirklich bombastisch. Denn auf den ersten Blick denkt man ja immer, eine Leggings haben wir alle irgendwo in irgendeiner Zeitung. Aber diese Leggings scheint wirklich, also sie sitzt einfach besonders gut. Und alle diejenigen, die sie genäht und auch getragen haben, sind absolut begeistert. Und darum mag ich das auch wirklich wärmstens weiterempfehlen. Also Leggings Carlson von Einfach Nähen, die könntet ihr super aus dem Stoff nähen. Und dazu kann man natürlich dann auch sehr schön aus unserem Viskosestoff auf diesen Hammerteilchen hier ja schöne Tuniken nähen, die man zu dieser Leggings kombinieren kann. Es wäre da einmal die Tunika Carla von Schnittmuster Berlin. Das ist wirklich ein ganz schlichter, geradliniger Schnitt, einfach zu nähen. Und nicht und, es fällt mir was anderes schon weg, sondern und, ich wollte sie euch einmal im fertigen Zustand zeigen. Hier habe ich sie einmal, so schaut sie aus. Dieser Gürtel oder diese Schleifenbänder, die hier eingefasst sind, kann man wahlweise entweder auf der Rückseite knoten oder man kann das Ganze natürlich auch nach vorne hin knoten, wie ein Gürtel. Also das könnte man super aus diesem Stoff nähen, die Carla. Und wer es dann etwas rüschiger mag, nein, das ist noch nicht, das war für rüschig, wer es etwas rüschiger mag, könnte zum Beispiel auch sehr schön das Kleid oder Tunika Angel von Patti Duderhaus nähen. Ihr seht, ab hier ist es, da ist es angesetzt, dann wird es etwas gekräuselt nach unten und man kann halt eben wahlweise entweder noch einen Volant unten dran setzen. Wir können noch einmal auf die technische Zeichnung gucken, das ist leichter zu sehen. Also entweder geradlinig so oder ihr setzt noch einen Volant dran, je nachdem, wie lang ihr das gerne haben möchtet. Das wäre auch eine super Möglichkeit für diesen Stoff. Oder eine Tunika, die dann etwas geradliniger im Vergleich zu dem gerade ausschaut, wäre die Tunika Lilly von Kibadu. Und auch die sehe super aus dem Stoff aus. Ja, jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden, welcher Schnitt es ist, wenn euch das Ganze gefällt. Oder ihr habt eine ganz andere Idee zu diesem Stoff, weil, wie gesagt, man könnte auch natürlich super, man kann auch ein ganzes Kleid daraus nähen, ein Sommerkleid oder eine Bluse. Oder. Auf jeden Fall ist der wirklich sehr schön bunt und macht ziemlich gute Laune. Vielleicht auch bei dir. Würde mich freuen und wir sehen uns einfach die Tage wieder. Bis dahin.